Jawohl, willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind auf... Wo schaut er denn hin? Darauf? Ah, der Mond. Ja, ist ja von der dunklen Bruderschaft. Die haben es mit dem Mond wie die Adams Family. Wir waren letzte Folge drauf und dran, hier alles wegzuerkunden. Von der Landkarte. Da ist noch ein Hain. Mit einer Zwerglingsmutter, oder wie heißt die? Zweiglingsmutter? Erdmutter? Will alles auf die Karte bekommen, dass nichts mehr schwarz ist am Kompass. Und auch nicht unter den Fingernägeln. So, gleich kommt sie raus, irgendwo. Jetzt habe ich auch den Clown nicht dabei. Er kommt da nicht mit. Die Rhein... Was? Der Rheinquellensee ist das? Irgendwas schießt da, oder? Wer muss sterben? Was ist da los? Die kämpfen und wollen mich nicht einbeziehen ins Geschehen. Was ist denn das? Glühwürmchen, Fackelbrüste. Hm. Besser eine Glühwürmchen, Fackelbrust wie gar keine Brust. Was ist denn da passiert? Ach so, das sind Jäger. Ich dachte, das ist der Clown. Aber die sind auf der Jagd. Nichts passiert. Tut euch nichts, tut mir auch nichts. Oh, sie haben aufgegeben. Muss ja heute hungern. Ich werde mal ein bisschen dümpeln in eurem See. Rheinquell. Kann ich schaden? Da ist eine Truhe. Ah. Habt ihr da noch nie reingeschaut? Selber schuld. Ah, siehst du? Wahrscheinlich hatten sie keinen Dietrich. Oder sie brauchen keine starke Magiker. Aber das Gold hätten sie doch wenigstens mitnehmen können. Die Jäger. Was ist los? Was sagst du? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Seit Jahren? Und da hast du die Truhe nie gefunden? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. Glaube ich nicht, dass wir uns jemals wiedersehen werden. Ich kann mich erinnern... Präventivschlag. Drevers Wacht schon wieder? Da war ich doch erst. Ich kann mich erinnern, da war noch irgendwo was. Niemandem weh. Jahre kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oh, da oder? Kommt er. Der Depp. Wie heißt er? Ich vergesse jedes Mal seinen Namen. Oh! Weg ist er. Da ist er. Cicero! Er wollte nicht, dass ich seinen Namen ausspreche. Ich bin ja der Einzige, der zur Mutter spricht. Und das ist ihm sauer aufgestoßen damals. Ein Bär. Ich will ihm nichts tun. Acht Männchen. Drohgebärden sind das. Wir nehmen ihn Reis aus. Und retten damit sein. Nein, schon wieder. Nein, das ist ja ein was anderes. Ui! Schreit der Cicero. Als hätte man ihm seinen kleinen Nierenbutz entfernt. Der Höllenbär hält mehr aus wie der Säbelzahntiger, ist das normal? So. Ah nein, bisschen nachgebrüllt noch. Das war der Brüll aus dem Jenseits. Da war gar keine Zweiglingsmutter oder was auch immer bei dem Hain. Das ist ungewöhnlich. Schau wie süß, die Fackelwürmchen. Wie sie Fackeln und Würmchen. Oh. Die Schmetterlinge. Hier ist wirklich Leben in der Bude. Ah! Nicht so nah, du. Ungustiöses. Mutter. Ist das eure Stimme? Schau, da oben ist der Zweigling. Jetzt weiß ich's. Nein. So sehen die aus, wenn sie noch nicht mein Kopf da sind. Spielt mir nur einen Streich. Die können sie, glaube ich, unsichtbar machen. Dummer Cicero. Ja, sehr dumm. Da war doch noch was. Ich will alles entdecken in der Gegend. Oder? War da noch was? Ja, wenn da was war, dann lassen wir es jetzt mal kurz sein. Wir kehren zu Ayla zurück und dann geht's nach Moortal. Ich habe mir sagen lassen, Moortal ist in der Jarlmarsch gelegen und da fehlt uns noch eine Gefälligkeit sozusagen, um Jarl. Nee, um Tane zu werden. Jarl können wir nicht werden. Können wir
Jarl werden jemals? Ich glaube ja. Jarl ist man in Dragonborn. War man da nicht? Ist man da nicht zum Jarl sogar ernannt worden? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Naja, es kommt drauf an. Welches Ergebnis? Könntet ihr nicht mal hier aufräumen? Das sieht immer noch aus wie nach dem Krieg. Ich meine, es ist nach dem Krieg, aber schon lange nach dem Krieg. Wieso komme ich immer nächtens an in Jorvaskel? Ich kann da immer runter. Etwas hat sich in den Monden bewegt. Ah nein, da ist sie schon. Ja, ich weiß, da bewegt sich mal was in den Monden. Ich habe die Höhle gesäubert, das wäre ein Ratschlag. Gar nicht übel. Der Nervenkitzel der Jagd ist. Oi, die hat aber Hühnerbeine, schau dir das an. Sie sieht ja ganz in Ordnung aus, aber schau die Hühnerbeine. Furchtbar. Ich suche nach Arbeit. Was? Schon wieder? Suche ich nach Arbeit? Ein Bürger von Hafingar hat uns um Hilfe gebeten. Hafingar? Das ist ja ein Zuchtpferd. Das ist ein Haflinger. Jemand muss die Bestie erledigen. Gut. Hm. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Ich glaube, das ist nichts. Es ist nur ein Tier, aber seid vorsichtig. Die Tiere von Himmelsrand sind zäher als an anderen Orten. Das ist nichts Wirkliches. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter, diese Quest hier. Ich dachte, das wäre vielleicht was. Das wäre vielleicht irgendwas Etwas Weiterführendes. Die kommt mir extra nach, um mir die Monde näher zu bringen. Zeigt dir gleich, was sich bewegt. Wenn ich ihn raushole, bewegt sich auch was. Das war was Gewaltiges. Sieht so römische Stahl aus der Himmelsschmiede. Ah, nee. Scharf. Scharf. Und doof. Scharf und doof. Nee, wir wollten in die Jarlmarsch. Die Jarlmarsch ist im Matsch irgendwo. Irgendwo in Mortal. Frag mich nicht, wo Mortal ist. Da ist Mortal. Das war Anfängerglück. Ich wusste, es ist im Norden. So viel. Oi! Da ist wieder dieser Wachenauflauf. Da ist jedes Mal, wenn ich in Mortal ankomme, dann machen die Wachen den Rundgang hier. Auf einmal. Und meistens kommt auch ein Drache. So, wo ist jetzt der Bauer? Ich glaube, ein Bauer ist der ein irgendein. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Eine Kartoffel braucht oder sowas. Ich habe mal da einen Bauer gekillt. Das kann ich mich noch erinnern im Quest. Lama. Was? Hey, schau, da ist noch schwarz. Das werden wir gleich entdecken. Bist du der Bauer? Ne, das ist ja kein Bauer, das ist ja der Jorgen. Ich möchte nur in Ruhe meine Arbeit machen und meine knappe Freizeit genießen. Vertraut ihr der Jarl nicht? Also das ist eine Sie. Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben. Valion, ja, damit es schön flutscht beim Zaubern. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Ja. Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Grot ist ja umgangssprachlich für Kröte. Also von dem. Oh! Wo hat er denn das Holz jetzt hin? Möchte es gar nicht wissen. Ich brauche einen Bauern. Wo sein? Ich will Tane werden von dem Kaff hier. Brauchst du Hilfe? Könntet ihr einen Einlauf setzen? Kräuter. Hier, Todesglockenblumen-Einlauf. Das wäre doch ein Gefallen, oder? Der steht auch immer da. Brauchst du was? Der Benor. Ich bin der beste Krieger in Mortal. Und das ist keine Prahlerei. Na, das wird so eine Prügelei. Soll ich es unter Beweis stellen? Ich wette 100 Goldstücke, dass ich euch ohne Waffen bezwingen kann. Ja. Kann schon sein. Ich glaube, das stimmt. Ja, könnte er auch, wenn ich nicht zwischendurch einen Zaubertrank einwerfen würde. Was ja eigentlich Schummeln ist. Ich finde den Bauer nicht. Als Maul. Oh Gott.
Wo ist da? Da ist kein Platz für einen Bauern. Was ist los? Drachen? Drachen? Was sind die Sumpfbildschoten? Irgendwo muss doch da ein Bauer sein. Das kann nur der Ding da sein. Wieso? Die läuft immer ihrem Balk hinterher. Ha. Ich muss mir die Füße nass machen. Gehört das jetzt noch hier zum Ortal? Glaub nicht. Ha. Oh. Der wetzt da drüben rum. Vielleicht das da, ha? Das ist aber kein Bauernhaus. Und das ist ein Holzfäller. Jorgen und Lami wohnen da, ja? Ich schau mal rein. Lami ist mal nicht drin, das weiß ich. Und der Jorgen steht vor dem abgebrannten Haus. Und da rollt ein Drosselei. Ein Drosselei. Das liegt da auch so rum. Ich glaube, das braucht er nicht mehr. Das Drosselei lasse ich ihm. Damit die Frau was zum Spielen hat. Und der Jorgen, glaube ich, der hat keins. Ha, ja. Vielleicht bin ich in Mortal falsch. Ist aber auch egal, wir gehen jetzt diese Ruine da entdecken. Diese Wacht. Eine Wacht. Und da ist irgendwo das Haus, wo man aufwacht, wenn man die dunkle Bruderschaft Quest beginnt, dann macht man hier in seinem Haus auf und muss einen killen. Was, du willst ein Mädchen sein? Troll im Wasser. Ein Wassertroll. Mach ihn hin. Ui! Ich liebe diese Killcams. Mit meiner Maske. Schlammgrabbe ist schon tot. Man weiß bei den Schlammkrabben nie, ob sie tot sind oder lebendig. Die schauen gleich aus. Da! Ne, da ist auch nichts drin. Ich müsste etwas mehr rumlaufen, um die ganzen Orte zu entdecken. Wir sind ja nah dran, an 100%. Auf einen Süßkuchen. Süßkuchen. Möhren. Sonst noch Wünsche. Das ist die Festung Schneefalke, was? Ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's. Clarence ist da. Will von hinten eindringen, wenn's geht. Ist da? Es geht. Ich werde mal schleichen. Probieren. Was? Ein Skelett? Oh. Ups. Sorry. Das Skelett aber hat nicht gesagt, wer ist da. Es war jemand anders. Wer war das? Lebt derjenige noch? Und verirrt sich eine Maus, wird sie für meine Katze ein Schmaus. Es wiederholt sich. Es beginnt bereits sich zu wiederholen. Ich glaube, die sind da rein, ja. Kerker? Wo soll man zuerst rein? In Kerker, oder? Oh. Ich gehe mal da rein. Ich habe ihm das Wort abgeschnitten. Gleich schneide ich ihm noch was anderes ab. Ist da jemand? Das war ein Novize. Wow, kurzer Prozess. Beeindruckend. Hatte aber auch nur die geringe Beschwörung. Und da hat er ihn schon wiederbelebt. Und auch nicht. Kleines Geweih, das hat die kleine Novizin ihm aufgesetzt. Das Geweih. Da war vermutlich nichts. Hast du nicht gerade gesehen, dass da deine gestorben sind? Ja, mach du. Bin gerade unpässlich mit meinem. Was ist denn die? Unsichtbar? Jetzt ist sie da raus. Oh, wie unangenehm. Will er sich hinterher? Da klappert noch ein Skelett. Schuppenschwamm, ha? Huh? Wow, die haben eine Vorratskammer. Schau dir das an.
Was war das? Ist ja wie im Schlaraffenland. Schon wieder im Weg, das Rindvieh. Schau, was die da alles gelagert haben, gebunkert. Ist ja Wahnsinn. Da liegt eine Notiz. Aha, und ein Riesenschlüssel. Meine Dame, wir haben die letzten Banditen aus der Festung Schneefalke vertrieben. Leider wurde der Nordturm beim letzten Ansturm schwer beschädigt, doch die Reparaturen sind bereits in vollem Gange. Wie ihr vorausgesagt habt, sollte sich die Festung als idealer Ort für unsere Experimente erweisen. Zwar ist sie größtenteils verfallen, aber ihre Nähe zur nördlichen Straße sollte dafür sorgen, dass wir über einen steten Zustrom an Testobjekten verfügen. Wir hoffen, innerhalb der nächsten Woche vorläufige Ergebnisse präsentieren zu können. Ah, da sind wir. Totenbeschwörer, Ärsche. Brauche ich eigentlich nicht, das könnte ich alles so knacken. Bin inzwischen bei 100 beim Knacken. Das brauche ich alles nicht. Ich werde mal den da knacken. Oh, eine Rune. Ah, das knirscht. Hör auf mit dem Knirschen. Ich muss zum Zahnarzt. Oh! In der falschen Richtung aufgegangen. Geh weg! Und dann sagt er ihm, das ist kein Hort. Ich speichere jetzt hier mal, weil. Was hat er gesagt? Oh, es ist hochgegangen, schau. Ich hab's ja gewusst, darum habe ich gespeichert, aber. Ich werde mich heilen einfach. So macht man das. Der Magier. Ah, da ist schon wieder jemand. Da drüben. Hinter der Holztür. Komm raus. Nee. Wo sind die? Hey, da ist auch ein Schlüssel. War dir Schlüssel? Das Lied von Penis. All. Machen wir auch auf. Wir plündern alles leer. Sogar das, was nied- und nagelfest ist, wird auch mitgenommen. Trankmischerbeutel. Eine Perle. Nichts wert. Wo sind diese ganzen Skelette, Mann? Ah, da habe ich jetzt den Schlüssel. Das wäre ein Expertenschloss gewesen. Macht aber nichts. Au. Oh, der rumst. Hast du das gesehen? Mir fehlt gleich der halbe Eck. Wer sagt das? Ei, da windet's. Meister! Heilige Scheiße, schaut, er kann gar nichts. Er hakt ein, der Zitzerer, aber das macht ihm nichts. Komisch. Gut, dass die da ihm nicht zur Hilfe kommt. Er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Und da haut er auch schon ab. Und heilen auch noch. Jetzt ist ihm aber die Magie ausgegangen. Jetzt. Oh! Er hat die Luft verdolcht. Einen Krapfen. Ne, das ist ein Karpfen. Und die windet von hinten. Wieso ist ihm eigentlich nicht zur Hilfe gekommen? Aber ist das die. Nein, die haut wieder ab. Mach sie jetzt endlich. Endlich! Die haut wieder ab. Das Trampel. Da geht's in den Kerker runter. Ah, da ist Wasser, ha? Es ist feucht. Pfui Teufel. Mann! Oh Gott, wo die hinläuft. Also, da gehe ich jetzt nicht lang. Ich gehe da jetzt nochmal rauf und schau, was da oben war. Was der Depp da bewacht hat. Was ist denn da alles? Wow, da hat's geschippert. Bei den Göttern. Gold. Gold, Gold. Okay, da war ich schon. Ich hatte nur das Gold übersehen. So, dann sind wir da. Da habe ich die Truhe geplündert, ne? Und da war das jetzt. Okay, da bin ich unterbrochen worden. Flammen, Zwergenhelm. Ah ja, hier haben sie ja experimentiert. Und was ist da für eine Rolle? Zombie Erweckens, okay. Macht alles Sinn. Passt zusammen.
Da ist eine Holzfäller-Axt. Wo komme ich da raus? Ich habe mich verlaufen, ich gebe es zu. Okay, da wäre ich da rausgekommen. Bin ich da etwa reingekommen? Da geht es nach Himmelsrand raus, ne? Ja, okay. War ich da? Ja, da sind wir rein, ne? Sind wir da rein? Ich gehe mal auf den Turm rauf. Schau mir das von oben an. Im Kerker waren wir noch nicht. Genau, sowas. Schon wieder. Da ist eine Schanze zum Abspringen. Bräuchte mal einen Gleiter. Wenn ich da jetzt runterspringe, kommt der Wegpunkt durcheinander. Mir aber auch wurscht. Ich springe jetzt. Au. Wird gar nicht wehgetan. Da ist einer. Mann, jetzt komm doch. Schau. Jetzt reicht's mir aber dann mit der. Wieso ist die vollständig geheilt? Das ist blöd, weil jetzt fehlt mir der Cicero. Oh, irgendwas von hinten. Schau, sie haut schon wieder ab. Ich hasse es, wenn sie das machen. Die Framerate ist nämlich zu schlecht. So, jetzt habe ich sie aber. Schau dir das an, wie viel da noch kommt. Lehrling, wo sind denn die jetzt plötzlich alle hergekommen? Die waren doch vorher nicht da. Die Skelette. Na gut. Cicero sieht sie auch nicht als Bedrohung. Da kullern schon die Knochen. So, da ist die Festung. Da sitzt auch noch jemand. Ja, sage mal. Ich wollte eigentlich noch in den Kerker. Aber, naja. Weiß nicht, wie ich da reinkomme. Das ist nur die normale Festung. Die muss auch noch dran glauben. Sorry. Ein Adept. Da wäre eigentlich der Haupteingang gewesen. Du wusstest es? Ja! Wusste es auch vor dir. Die sind so feige, schau. So feige. Gut, dass sie jetzt verwirrt war. Na, endlich sind die alle hin. Sind mir die am Sack gegangen, sage ich dir. Gut, ja, da ist der Kerker. Da schauen wir jetzt auch noch rein. Wird wahrscheinlich nicht mehr viel da sein. Oh, ein Bandit. Ein toter Bandit. Und ein schwarzer Seelenstein. Folterwerkzeuge. Und da ist ein Ei. Eine Rune. Ja, ich glaube, das war's schon. Das war's schon. Nein, da war's noch nicht. Noch mehr von den Ringviern. Oi. Mehr von den Ringviern. Jetzt reicht's mir dann mit dem Cicero. Ist das schon alles? Er killt hier wen? Er ergibt sich. Aber wenn du dich ergeben willst, musst du aufhören zum Winden. So geht das nämlich nicht. Kann sich nicht ergeben und gleichzeitig schießen. Könnte ja jeder kommen. Was haben wir da? Das Firmament. Ja, da geht's doch noch weiter. Aber wir schauen da in der nächsten Folge rein. Also, bis dann. Tschüss.